Ja, hallo Irmgard, herzlich willkommen beim Lebenskraftkongress 2016. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Leider kann die Dora heute nicht dabei sein und ich bin alleine beim Interview dabei. Ich begrüße auch alle Lebenskraftkongress-Zuschauer ganz herzlich. Ja, Irmgard, die Menschen oder der ein oder andere kennt dich bestimmt vom Lebensfreude-Kongress, den hast du organisiert, aber würdest du dich bitte einmal selbst vorstellen? Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, ich habe kürzlich den Lebensfreude-Kongress ja veranstaltet mit viel Freude. Und zu meiner Person, ja, mein Name ist Irmgard Wonder. Ich bin seit 10 Jahren schon jetzt selbstständig mit der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst. Unterwegs, bin so aufgrund meiner eigenen Lebensgeschichte auf diesen Weg gekommen, habe ursprünglich was ganz anderes gemacht, habe erstmal ja eine Ausbildung gemacht, habe später noch Betriebswirtschaft studiert und habe dann im Vorstandssekretariat viele Jahre gearbeitet, habe dann aber irgendwann mehr und mehr gespürt, dass ich mich auch mehr und mehr von mir selbst einfach hinwegbegebe, also dass ich Dinge mache, die mir nicht gut tun und die nicht zu meinem Herzensweg entsprechen. Und mein Körper hat mir damals auch ganz klare Signale geschickt. Ich habe Depressionen auch bekommen, also war ziemlich tief unten irgendwo auch. Und habe mir dann eben irgendwann an dem Punkt bin ich angelangt, wo ich mir dann auch Hilfe gesucht habe. Erstmal so auf dem konventionellen Weg mit Therapie und sowas, was man so klassisch kennt. Habe mich damit so ein bisschen über Wasser gehalten und bin dann aber nochmal etwa 10 Jahre später auf Mentaltraining gestoßen, weil ich einfach nochmal auf der Suche war nach einer Unterstützung, nach einer Hilfestellung. Ich hatte inzwischen 2 Kinder. Ich habe gemerkt, dass meine Energie immer weiter runterrutscht wieder und was ich dann mit Familie und mit Kindern auf keinen Fall machen wollte, dass ich mich wieder irgendwo verabschiede, in eine Klinik oder so gehe. Und das hat mir so den Antrieb gegeben, da nach einer anderen Hilfestellung zu suchen und bin so eben auf Mentaltraining aufmerksam geworden und habe da wirklich mal über ein ganz spezielles Mentaltraining mal so den Schlüssel gefunden, um im Alltag etwas zu verändern, um an meiner Realität etwas zu verändern. Habe da einfach mal festgestellt, dass wir selbst uns ja mit unseren Gedanken unsere Realität jederzeit im Außen erschaffen. Und das war dann für mich so der Schlüssel, da wirklich mal was zu verändern im Alltag. Und dann wollte ich einfach ein bisschen mehr dazu wissen. Und so kam es dazu, dass ich die Ausbildung dann eben zur Mentaltrainerin gemacht habe. Und ja, dann kamen immer mehr Menschen auf mich zu, die dann von mir eben auch das Wissen haben wollten. Und so bin ich dann auf diesen beruflichen Weg, auf den eigenen Ruf meiner Seele aufmerksam geworden, dass das das ist, was ich doch wirklich machen sollte hier, was der Grund meines Daseins hier ist, was auch der Sinn meines Lebens mit ist, neben anderen Dingen natürlich. Und ja, dann kam irgendwann noch der Schwerpunkt der Ernährung mit dazu, aufgrund meiner eigenen Geschichte dann eben auch, weil ich gespürt habe, ja, meine Ernährung, ich war immer der Meinung, ich ernähre mich halbwegs gesund, aber da gab es doch irgendwo noch so ein paar Dinge, die wir ja vielleicht auch gerne noch besprechen können, die nicht so gut gepasst haben. Und so, ja, bin ich, wie gesagt, seit 10 Jahren jetzt mit der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst, so habe ich es genannt. Auch aus dem Grund, weil ich der Auffassung bin, in jedem von uns steckt eine Kraftquelle selbst. In jedem von uns steckt ganz viel Potenzial, das nur entdeckt werden möchte, um sich zu entfalten, das aus der Kinderstube her, woher auch immer das Ganze rührt, verschüttet ist. Ansonsten, ja, Kinder habe ich ja schon angesprochen. Ich habe 2 Kinder, habe einen wunderbaren Partner und ja, genieße das Dasein hier auf der Erde inzwischen und freue mich, wenn ich natürlich andere Menschen da mit inspirieren kann. Ja, ich denke, du wirst jetzt heute auch in diesem Interview sehr, sehr viele Menschen inspirieren. Und dann danke nochmal, dass du da bist. Wir haben ja unseren Kongress Lebenskraftkongress genannt. Und das passt ja schon super zu deiner Kraftquelle, ja. Und du hattest ja auch gesagt, dass du damals Probleme hattest in der Vergangenheit, ja, dass du selbst keine Lebenskraft mehr hattest. Ja. Und du hast ja jetzt wieder in deine Lebenskraft gefunden, in deine Energie, in deine Vitalität. Und vielleicht fangen wir damit mal an. Was denkst du, was sind die Ursachen heutzutage, dass viele Menschen, ja, ihre Kraftquelle quasi nicht mehr da ist? Ja.
Also eines habe ich ja schon angesprochen, dass wir einfach, und das ist keine Elternschelde, in der Kinderstube einfach die gut gemeinte Erziehung erfahren. Wir dürfen uns nicht wirklich entwickeln. Das ist einfach, die Eltern können sicherlich nur das weitergeben, was sie ja selbst in sich haben. Was ich nicht in mir habe, kann ich nicht weitergeben. Und so haben wir einfach viele Themen in uns vergraben, die sich nicht entwickeln durfte in der Kinderstube. Als kleines Kind lechzen wir nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung und sind da ein Stück weit nicht satt geworden. Und dann kommt nachher eben auch, wenn wir dann so das Kindergartenalter verlassen, unser klassisches Schulsystem dazu, wo es ja auch mehr darum geht, den Schulplan durchzuziehen und nicht die Persönlichkeit zu entwickeln. Was alles sicherlich, ich möchte das nicht in Frage stellen, möchte das auch damit nicht verurteilen, aber das sind alles Dinge, die uns in unserem ja fortgeschrittenen Zeitalter hier, um es mal so auszudrücken, im wahrsten Sinne des Wortes, von uns selbst sind wir aber fortgeschritten, wir sind weggeschritten. Wir ja, sind total orientiert im Außen und man hat uns nicht beigebracht, mal so eine Innenschau zu halten und in sich hineinzulauschen. Wenn wir mal so schauen, alle Weltkulturen, die bezeichnen so das Menschsein aus den drei Komponenten Körper plus Geist plus Seele. Und wir sind hier inzwischen so verstandesorientiert, wenn man was von Seele und von Geist erwähnt, dann steckt man das gerne so ein bisschen in eine spirituelle Ecke. Und das ist so ein bisschen etwas, was auf der Strecke geblieben ist, den Zugang zu sich selbst, dass wir alles eins sind, dass wir alle irgendwo auf einer gewissen Ebene miteinander verbunden sind, dass alles eine große Energie ist. Und dadurch, dass wir uns da so ein bisschen abschneiden, auf unbewusster Ebene, fehlt es uns natürlich im Laufe der Zeit an Lebenskraft. Das ist das eine. Dann sind wir, wenn wir dann das Schulsystem verlassen, oftmals ja in so einem Hamsterrad gefangen, weil so viele Glaubenssätze da sind. Ich muss dann ein Studium machen oder muss eine Ausbildung machen. Ich muss mir eine sichere Stelle, eine vermeintlich sichere Stelle suchen, um gutes Geld zu verdienen. Ich kann ja glücklich sein, wenn ich da irgendwo jeden Morgen irgendwo hingehen kann. Also wir tun da viele Dinge, wo unser Herz im Grunde genommen schreit, nein, tu das nicht, mach was anderes. Wir wissen auch eigentlich ganz genau, was uns Spaß macht, wenn wir nur mal so an die Dinge denken, die wir als kleines Kind gern gemacht haben oder die unser Hobby sind. Aber es sind so viele Glaubenssätze, wie so ein Mantel über uns, die es einfach verhindern, dass wir das tun oder vielleicht überwiegend das tun, was wir lieben, was uns Freude macht, weil der Glaube, dass dann auch die entsprechende finanzielle Energie in unser Leben kommt, weil die finanzielle Energie benötigen wir nun mal hier. Wir leben ja hier nun mal in einer materialistischen Welt. Wenn ich morgens zum Bäcker gehe, dann kann ich nicht mit meinem guten Namen bezahlen, dann möchte der ein paar Euro von mir haben. Das ist ja auch gut so, dass ich mit ihm jetzt nicht muss drüber sprechen, gib mir ein paar Brötchen, dafür schenke ich dir ein Mentaltraining. Also so gesehen ist das mit dem Thema Geld ja auch eine gute Geschichte. Ja, und so sind wir im wahrsten Sinne des Wortes fortgeschritten von uns selbst, bis der Körper dann irgendwann uns eine gelbe Karte zeigt, vielleicht nochmal eine gelbe Karte und dann kommt irgendwann die rote Karte, die möchte uns nichts anderes sagen. Das Universum spricht jederzeit im Grunde genommen mit uns. Schau mal hierher, da gibt es etwas in dir, was angeschaut werden möchte, was gelebt werden möchte. Das ist nicht zwar jedes körperliche Signal, das wir auch geschickt bekommen, ist nichts weiteres als ein Hilfeschrei von unserer Seele. Schau hierher, du gehst da irgendeinen Weg, der dir nicht wirklich gut tut. Es gibt da so einen schönen Spruch, der mir gerade einfällt, wo die Seele mit dem Körper spricht und die Seele zum Körper oder der Körper zur Seele sagt, nee, umgekehrt ist es, die Seele spricht mit dem Körper und sagt, schick du ihr oder ihm Signale, auf mich hört er nicht. Und so bekommen wir einfach das Signal in Form von verschiedenen Krankheitssymptomen. Das ist nichts anderes als eine Disharmonie eben. Ein weiterer Aspekt, der dann bei mir auch irgendwann noch ein Gewicht bekommen hat, ist das Thema Ernährung.
wir sind so konditioniert, da nehme ich mich auch nicht aus. Das war bei mir bis vor einigen Jahren auch nicht anders, dass man so konditioniert ist, am Wochenende in den Supermarkt zu gehen und da gewisse Produkte zu kaufen. Ich möchte jetzt nichts Spezielles nennen, die verpackt sind, die denaturiert sind, die mit Lebensmitteln, also mit Mitteln zum Leben, überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das heißt, wir haben da sehr wohl viele Füllstoffe, die uns sättigen, die uns aber nicht nähren. Ich habe vor vielen Jahren mal dieses Sprichwort von den Hopi-Indianern gelesen. Es wird eine Zeit geben, an denen die Menschen vor vollen Tellern sitzen und trotzdem verhungern werden. Das habe ich damals nie verstanden. Erst als ich mich mit dem Thema Ernährung ein bisschen mehr beschäftigt habe, ist mir bewusst geworden, was damit gemeint ist. Also wir nehmen so viele Dinge in uns auf, in Form von Konserven, in Form von Fertigprodukten. Also ich habe wirklich nicht zu denen gehört, die jetzt nur sich von Fastfood ernährt haben. Also so ein frischer Salat und Obst und Gemüse gehörte schon zu meinem täglichen Bedarf. Aber in einem recht geringen Maße. Und da habe ich so total angefangen umzudenken, dass frisches Obst und Gemüse an erster Stelle stehen sollte. Dass auch Wildkräuter mit an erster Stelle stehen dürfen, um meinen Körper zu nähren, um meine Zellen zu nähren. Und wenn man das alles so im Zusammenhang sieht, dann ist man in seiner vollen Kraft und seiner vollen Stärke. Das hört sich jetzt alles ganz simpel und einfach an. Das ist auch im Prinzip einfach, was aber nicht heißt, dass es leicht ist, unbedingt da sich total auf einen anderen Weg zu begeben. Das darf einfach auch in kleinen Schritten geschehen. Ja, stimmt. Man muss immer, man entwickelt sich ja Schritt für Schritt, ja, und wächst immer mit seinen Aufgaben nach und nach. Genau. Und jetzt sagst du ja, dass man das Schritt für Schritt macht und man hat vielleicht auch noch so die ein oder anderen Probleme und der Zuschauer, der wird das vielleicht jetzt auch kennen, dass vielleicht, man hat da vielleicht zwei Probleme, die mir jetzt gerade so konkret einfallen. Einmal die Mentalität, also die Glaubenssätze, die im Kopf noch vorherrschen und Freunde, Bekannte, Familie. Wenn man jetzt anfängt, etwas zu verändern, dann wird man vielleicht von vielen Menschen anfangs erstmal belächelt oder man bekommt negative Leute auf einmal, die irgendwie sagen, mach das nicht oder wie auch immer. Welchen Einfluss hat das noch auf die Lebenskraft, so das eigene Umfeld, ja, Freunde, Bekannte? Ja, das kann natürlich auch Lebenskraft rauben, wenn man sich denn in diese Energie hineinbegibt. Also der erste Schritt ist im Grunde genommen, sich bewusst zu machen, dass man selbst die wichtigste Person in seinem Leben ist und dass man selbst auch die einzige Person ist, die von Anfang bis zum Ende immer mit sich zusammen ist und dass man sich überall auch hin mitnimmt, egal wohin man geht, man nimmt sich überall hin mit all seinen Prägungen und Themen, die man so in sich hat, auch mit all seinen Talenten, natürlich auch um die positiven Dinge da hervorzuheben. Und was sicherlich auch sehr hilft, wenn ich für meine Familie, weil das zunächst ja auch mal ein bisschen egoistisch klingt, wenn ich sage, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Wenn ich für meine Familie, für meine Kinder, für meinen Partner, für das weitere Umfeld, für meine Freunde ein Energiespender sein möchte, dann bin ich auch dazu verpflichtet, mich selbst regelmäßig mit Energie aufzutanken. Denn nur wenn ich strotze vor Energie, wenn es mir gut geht, wenn ich diese Energie ausstrahle, wenn ich die Freude am Leben ausstrahle, dann wirke ich ja auch ansteckend an mein Umfeld und kann denen was mitgeben. Und so gesehen hat das nichts mit Egoismus zu tun. Und um da weniger in Resonanz zu gehen mit dem Umfeld, wenn ich jetzt so zum Beispiel auf den Kongress hier bei euch so viele Informationen und Aspekte bekommen habe und die Entscheidung treffe, jetzt in meinem Leben endlich was zu verändern, mich mehr auf den Weg zu mir selbst zu begeben, zu meinem Herzen, dann ist es vielleicht ganz hilfreich, dass ich da zunächst mal für mich alleine ganz tief in mir die Entscheidung treffe und mir Klarheit da verschaffe, was will ich selbst wirklich, und da weniger im Außen drüber rede, sondern mal die ersten Schritte, bis ich da mal ein bisschen gefestigt bin, für mich alleine gehe. Ja, damit dieses kleine Pflänzchen,
dass da so am Wachsen ist, dieses Samenkorn, das ich gesetzt habe, dieser neue Lebensbaum, um es mal so auszudrücken, der da wachsen möchte. Bis der mal ein bisschen den kräftigen Stamm hat und dann kann ich ja immer noch mit dem Umfeld darüber sprechen. Oder die werden ja auch merken, da tut sich irgendwas bei dem oder bei derjenigen und werden von sich aus mich dann ansprechen. Aber dann ist schon mal der Punkt da, dass sie mich ansprechen unter einem Aspekt, dass sie irgendwo merken, die bewegt sich schon mal in eine Richtung, irgendwie scheint es der besser zu gehen. Was macht die? Die wollen dann was wissen. Ja? Und ich bin nicht missionarisch unterwegs. Also den Fehler habe ich die erste Zeit gerade mit dem Mentaltraining gemacht, dass ich so ein bisschen missionarisch unterwegs war. Später, als ich meine Ernährung da noch umgestellt habe, war ich nicht mehr missionarisch unterwegs und habe dann eben genau das gemerkt, dass die Menschen im Umfeld von sich aus mich gefragt haben, warum hast du denn deine Ernährung umgestellt und wollten einfach was wissen, weil sie gemerkt haben, da tut sich irgendwas. Ne? Also bei mir sind die Punde gepurzelt und ich habe einfach da eine andere Ausstrahlung nochmal bekommen und. Und das wäre so ein großer Tipp, den ich da geben könnte, zunächst mal für sich die Klarheit zu finden und dieses kleine Samenkorn, um es bildlich auszudrücken, wachsen zu lassen, bis das Pflänzchen mal ein bisschen den Stamm bekommen hat und ja, dann eben erst anfangen, darüber zu reden. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Kann ich eigentlich auch nur empfehlen, dass man nicht immer sofort alles erzählt, was man für neue Projekte macht oder so. Einfach mal erstmal für sich das selbst ausprobiert und dann kann man immer noch schauen. Ja, und wie du schon sagst, wenn man etwas verändert im Leben und das funktioniert, die Menschen kriegen das mit zwangsläufig irgendwann und dann kommen sie selbst auf einen zu. Da muss man gar nicht mehr missionarisch sein, ja. Genau. Vor allem kann man dann auch besser mit den Ängsten und Zweifeln, die einen ja auch begleiten, besser umgehen, ne? Weil man da mit sich selbst einfach ins Reine kommt. Man merkt auch schon, das tut einem gut, da einen anderen Weg zu gehen. Das tut mir gut, mal meine Glaubenssätze zu hinterfragen, die in mir sind. Da ist es sicherlich auch hilfreich, mal auf ein Blatt Papier einige Glaubenssätze, die einem so einfallen, zu notieren und das auch mal zu hinterfragen, ist das wirklich wahr? Und diese Glaubenssätze mal umzuwandeln von nicht förderliche in förderliche Glaubenssätze. Und dann mal so ein bisschen zunächst mit sich zu arbeiten, dann bekommt man die Rückenstärkung, dann merkt man einfach, das macht was mit einem. Und durch diese Innenschau auch, ist man auch präsenter im Hier und im Jetzt, und nimmt auch mehr so die Botschaften von dem Universum, das ist im Grunde genommen auch gut mit uns meint, dass uns jederzeit Botschaften schickt. Wenn ich da bin, wenn ich im Hier und im Jetzt bin, wenn ich offen bin, dann nehme ich die wahr und staune auch manchmal, auf welche Art und Weise das Universum mir da Botschaften für mich, für mein Herz, für meine Seele, für meinen Weg schickt, wie sich da auch neue Wege ergeben. Und so kann ich mich dann mehr und mehr auf meinen Herzensweg begeben. Und ja, das Umfeld, denjenigen, der möchte, der kann gern mit im Boot bleiben. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass sich der Freundes- und Bekanntenkreis auch ein bisschen verändern kann. Es werden auch welche gehen, die in ihrem Bereich bleiben möchten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es werden wunderbare neue Menschen auch mit dazukommen, die einen bereichern, für den man selbst bereichernd ist und die einen eben auch selbst bereichern. Und so kann sich ganz vieles auf wundersame Weise eben zum Positiven verändern. Ja, man muss einfach nur in den Mut kommen und in die Kraft, einfach mal das zu gehen. Ja. Genau. Und du hast ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, Mentalität angesprochen, Glaubenssätze. Ja. Inwiefern können einen Glaubenssätze runterziehen, ja, also der Kraft berauben? Ja, die Glaubenssätze, die sorgen Tag für Tag dafür, wie wir uns unsere Realität erschaffen. Ich habe ja das Beispiel gebracht vorhin mit dem Hamsterrad, dass wir so einen Glaubenssatz in uns haben, dass wir uns eine sichere Stelle zum Beispiel suchen müssen und Dinge, viele Dinge tun, die ja aber nicht unserem Herzen entsprechen. Und so erschaffen wir uns einfach unsere Realität im Außen. Die steuern uns quasi, die Glaubenssätze. Und wenn ich jetzt mal dazu bereit bin, diese vielen Glaubenssätze, die in uns sind, anzuschauen, und da ist es wirklich hilfreich, sich ein Blatt Papier zu holen, und das ist nicht ein Prozess, was mit einem Mal getan ist, und mich einfach mal hinhocke und die Glaubenssätze aufschreibe und hinterfrage, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich stimmig? Wie fühlt sich denn das an?
mal in mich hineinlauschen, mal die Augen schließen, mal atme und dann den Glaubenssatz mal umwandle. Wie könnte er denn auf förderliche Art und Weise umgewandelt werden? Und dann mal wieder die Augen schließe und fühle, wie fühlt sich das denn an? Dann werde ich merken, wenn ich das auf förderliche Art und Weise formuliere, dass das ganz viel schon direkt mit mir macht. Und dann kann ich ja selbst die Entscheidung treffen, diesen neuen Glaubenssatz in meinem Unterbewusstsein zu integrieren. Und wenn der Verstand, der Denker, dann wieder die Zweifel und Ängste aufkommen lässt, das macht er auch ganz viel, das kenne ich auch von mir, nur sehr gut, weil ich immer sehr verstandesorientiert eben auch war, dann kann ich den mit ins Boot nehmen, aber ihn bitten, mich nicht zu beherrschen. Es gibt da so einen schönen Spruch auch. Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Also den Verstand als Diener einsetzen, aber nicht als Herrscher. Und dann kann ich ihn bitten, doch mal zu beobachten und auch auf die kleinen Botschaften zu schauen, wenn ich meinen kleinen Glaubenssatz geändert habe und mal ganz neugierig beobachtet habe, wie ich mich denn dabei fühle, wie das Universum auch schon in Bewegung gekommen ist und mir weitere Informationen geschickt hat oder wie sich plötzlich das Gegenüber auf andere Art und Weise mir gegenüber schon mal verhält oder wie ich mehr Freude am Leben schon mal bekomme, nur durch den kleinen Glaubenssatz, den ich geändert habe, mehr in meine eigene Kraft und Energie, in meine wahre Stärke komme oder schon mal ansatzweise auch spüren kann, Mensch, da tut sich was, das ist ja ein bisschen schon ein anderer Weg, auf den ich mich begebe. Das fühlt sich richtig gut an. Dann bekomme ich die Rückenstärkung, da eben auch dran zu bleiben und noch mehr da eben auch zu verändern. Also das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Das ist auch ein Weg, der sicherlich die erste Zeit mit etwas Anstrengung verbunden ist, weil man sich ja so aus seiner Komfortzone heraus bewegt. Man beginnt ja auch, sich damit ein bewusstes Denken anzueignen. Und das ist sicherlich alles die erste Zeit anstrengend. Nur im Laufe der Zeit, von Mal zu Mal, wird es mehr zu mehr, mehr und mehr zur Gewohnheit eben. Und dann ist es weniger anstrengend. Dann merkt man einfach, was man für ein anderes Lebensgefühl bekommt, wie man ganz anders in die eigene Kraft und Energie bekommt. Ja, dass man ein großes Ja hier auch zum Leben sagen kann. Ja. Und wie können die Menschen jetzt ganz aktiv mal einen Glaubenssatz verändern? Also du sagst es ja, es ist schon ein paar Mal angesprochen, dass man halt negative Glaubenssätze in positive umwandeln sollte. Mhm. Kannst du da Tipps geben, wie kann das der Zuschauer machen? Ja, wie ich es eben ja schon gesagt habe, indem man den Glaubenssatz, hast du gerade mal einen Glaubenssatz parat, den wir noch als Beispiel nehmen könnten? Aber, ich bin so dumm, ich kann das nicht. Ja, einfach jetzt mal so ganz. Ich bin so dumm, ich kann das nicht. Wunderbar. Wenn man diesen Glaubenssatz jetzt mal auf sich wirken lässt und mal die Äuglein schließt und mal fühlt, wie fühlt sich das an? Ich bin zu dumm. Ich kann das nicht. Und lässt das mal auf sich wirken. Ich schließe jetzt deshalb auch mal die Augen, um auch mal da zu animieren, auch mal mitzumachen. Ich schließe die Augen, ich lasse diesen Glaubenssatz auf mich wirken. Ich bin zu dumm, ich kann das nicht. Lass das einfach wirken. Spüre mal, was das mit mir macht. Und stell mir dann die Frage, indem ich da in diesem Gefühl drin bin, was hat das mit mir zu tun? Worum geht es hier eigentlich wirklich? Bei diesem Glaubenssatz. Was hat das mit mir zu tun? Worum geht es hier eigentlich wirklich? Und dann kommen in der Regel Themen auf, Erinnerungen aus der Kinderstube zum Beispiel. Und das nehme ich dann auch einfach nur mal wahr. Und damit erkenne ich ja schon, dass es ein Glaubenssatz ist, der in meiner Kinderstube in irgendeiner Situation entstanden ist. Weil ich vielleicht oftmals gehört habe, du kannst das nicht, du bist noch zu klein, du bist dazu zu dumm. Die anderen, die können das. Wir aber nicht, du doch nicht. Ne?
Da bekommt ja jeder für sich so die eigenen Impulse und Informationen. Das heißt, ich bin ja schon mal an den Ursprung dann herangekommen, wo dieser Glaubenssatz entstanden ist. Und dann ist der nächste Schritt, immer noch in seiner Wahrnehmung zu sein und sich zu fragen, was will ich selbst denn eigentlich wirklich? Was will ich selbst? Was will mein Herz? Was will meine Seele denn eigentlich wirklich? Und dann mal ganz neugierig zu schauen, was kommt da auf? Was kommt denn da jetzt bei dir auf? Was kommt da als Impuls auf? Dann können wir es an deinem Beispiel jetzt vielleicht auch für die Zuschauer weitermachen. Ja, ich will mich einfach befreien und der sein, der ich, ja, ich denke, dass, das bin ich, ja. Ich will mich befreien und der sein, der ich wirklich bin. Genau. Ist das passend? Okay. Jetzt fühl mal, atme mal und fühl mal, wie sich das anfühlt. Ich will mich befreien und der sein, der ich wirklich bin. Atmen und wahrnehmen. Da baut sich doch automatisch schon mal der Rücken auf und man spürt mal, wie es ist, in seine eigene Kraft und Stärke zu kommen. Ja. Und das dann auch einfach mal noch wahrnehmen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger letzter Schritt, eine Entscheidung zu treffen, die jetzt lauten könnte: Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem ich mich befreie und zu dem ich mich in meine wahre Kraft und Stärke begebe. Und fühl jetzt mal, wie sich das anfühlt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem ich mich befreie, mehr und mehr von all den Glaubenssätzen, die ich jetzt in der nächsten Zeit vielleicht auch noch anschauen darf, und mich so mehr und mehr mit meiner eigenen Kraft und Stärke begebe, auf den Weg meines Herzens finde und zu mir selbst finde. Jetzt atme mal und nimm mal wahr, wie sich diese Entscheidung anfühlt. Fühlt sich toll an. Okay. Ist einfach, ja, man spürt direkt, wie man selbst sich aufbaut dadurch und Energie bekommt, ja. Genau. Und das andere war, wo man halt so gesagt, ich bin so dumm, auch wenn ich diesen Glaubenssatz gar nicht jetzt habe, das ist mir halt einfach nur dann halt... Ja, klar. Da merkt man halt, wie man sich selbst so runterzieht und so klein macht und Genau. Da ist dann einfach, wenn man das andere, wenn man das umkehrt, dann befreit man seinen Geist und man hat auch viel mehr Klarheit. Also man hat das Gefühl, man ist nicht so beschränkt. Ja. Genau. Um damit zu arbeiten, und da gilt es wirklich mal mit Blatt Papier und mal jeden Tag da ein bisschen dran zu bleiben, um es zu erleichtern, in seine eigene Wahrnehmung zu kommen. Du hast ja jetzt auch gemerkt, oder die Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt so ganz spontan mitgemacht haben, haben vielleicht ja auch gespürt, wie es mehr oder weniger leicht fällt, in der Wahrnehmung zu sein. Um das einfach, diesen Prozess zu fördern, leichter in die Wahrnehmung zu kommen, sich selbst zu spüren, sich selbst wahrzunehmen. Da ist für mich, ich kann das nur so mit auf den Weg geben, weil das mich eben auch seit 10 Jahren begleitet, mit das A und O, den Tag mit einer Meditation zu beginnen. Mhm. Also bewusst den Tag zu beginnen. Bei mir ist das relativ lange. Ich brauche so eine 3/4 Stunde morgens für mich alleine. Aber für denjenigen, der sich das jetzt nicht vorstellen kann, morgens noch früher aufzustehen und noch eine 3/4 Stunde da zu hocken und zu meditieren, um Gottes Willen, weil das konnte ich mir vor 10 Jahren in dem Rahmen auch noch nicht vorstellen. Für diejenigen ein Tipp, direkt nach dem Aufstehen, klar, Toilette, aber sich dann entweder in der Wohnung oder raus in der Natur, auch wenn das nur hinters Haus irgendwo auf Balkon oder Terrasse ist, sich hinzuhocken und nur mal für 10 Minuten die Augen zu schließen, den Körper wahrzunehmen, sich selbst zu spüren, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten
und einfach nur mal im Hier und im Jetzt zu sein. Die Gedanken, die aufkommen, einer hat morgens immer gut ausgeschlafen, auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben nicht gut geschlafen. Das ist unser Denker, unser Verstand. Und der schickt da ganz viele Gedankenimpulse morgens schon raus, auch für diejenigen, die ja so die sogenannten Morgenmuffel, die morgens erstmal denken, sie brauchen mal einen Kaffee, um überhaupt einen klaren Gedanken haben zu können. Das hat einfach damit zu tun, dass der Denker da sehr wohl, der Schwätzer sehr wohl gut geschlafen hat und ganz viele Gedanken wusch hin und her schickt. Und das einfach mal wahrzunehmen, also sich selbst mal zu beobachten, die Gedanken, die aufkommen, weiterziehen zu lassen. Und immer wieder die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten. Und einfach nur da zu sein. Den neuen Tag zu begrüßen. Auch mal schauen, dass man in die Dankbarkeit kommt für den neuen Tag, der jetzt wie ein leeres Blatt nochmal vor uns liegt. Ein leeres Blatt, wo es an mir selbst liegt, dieses leere Blatt neu zu beschriften. Denn die Dankbarkeit, das ist auch so ein Thema. Wir legen uns abends zu Bett und wachen morgens auf und es ist alles so selbstverständlich, dass alles rundum nochmal da ist. Also da beginnt es auch nochmal, dass ich dankbar sein kann für den neuen Tag, der mir geschenkt wurde, für meine Familie, die noch da ist, für meinen Körper, für meinen gesunden Körper, für den neuen Tag einfach Dankbarkeit zu empfinden. Und dann auch so mental ein bisschen den Tag durchgehen und sich für den Tag nur die Dinge vorzunehmen und die auch wirklich zu tun, die man dann eben vom Plan her hat. Also ich kenne von mir aus früher so Tage, wo ich morgens dachte, oh Gott, wie soll das heute alles wieder laufen? Wie soll das alles funktionieren? Einfach nur tun, also einfach nur funktionieren. Und wenn man so das Gefühl hat, man hat 1000 Dinge heute zu erledigen, dass man da einfach mal hingeht und schon mal gleich 990 streicht und nur 10 Dinge dann wirklich auch in den Tag integriert und die dann aber wirklich macht. Natürlich für diejenigen, die jetzt so im Berufsalltag noch drin sind, da gibt es natürlich feste Strukturen. Ne? Ich muss die 8 Stunden am Arbeitsplatz sein oder wie auch immer. Aber was ich rundum dann mache, sich wirklich nur die Dinge vornehmen und anderes einfach für den Tag sein lassen und das dann machen. Das kennen wir alle, wenn wir dann abends zu Bett gehen und nochmal eine kleine Rückschau halten, dass wir mental erfüllt sind, dass wir das Gefühl haben, wow, ich habe heute endlich mal den Wäschekorb weggebügelt. Oder ich habe jetzt, um mal auch die Männer anzusprechen, endlich mal mein Auto wieder gepflegt heute. Ja, das gibt ein gutes Gefühl. Und mit diesem guten Gefühl gehe ich dann zu Bett und wache in einem entsprechend besseren Gefühl am nächsten Tag auf, weil ich ja mental erfüllt auch in den Schlaf gefunden habe. Und mit dieser Atemtechnik morgens, wenn das nur 5 oder 10 Minuten sind, das ist mal ein wunderbarer Anfang, um zu sich selbst zu finden, um sich selbst mal wahrzunehmen. Wir nehmen ja gar nicht mal unsere Hände, unseren Körper wahr. Es ist immer alles da. Aber wann nehmen wir mal unseren Körper wahr? Ja. Und so kommt man in die Wahrnehmung. Und dann kommt auch irgendwann mal so der Aspekt, wo man beginnt mal, sich selbst auch sein Herz gegenüber zu öffnen, mit dem Herz zu kommunizieren. Also das Ganze sollte auch ohne Erwartungshaltung geschehen. Das ist vielleicht bei dem einen oder anderen nach 2, 3 Tagen schon der Fall, dass man das Gefühl hat, jetzt öffne ich mal das Herz mir selbst gegenüber und kommuniziere mal mit meinem Herzen und frage mal mein Herz, was es denn möchte oder meine Seele, ist ja gleich, welchen Namen man dieser Instanz gibt. Und dann kann man plötzlich wahrnehmen, so die leise Botschaft des Herzens, der Seele, die mit einem kommuniziert. Und dann kommt man immer mehr und mehr zu sich selbst, kommt damit einhergehend immer mehr und mehr an diese Themen, an diese Prägungen, an diese Blockaden, Glaubenssätze, die in uns verankert sind, tief im Unterbewusstsein oder auch im Unbewussten, noch eine Etage tiefer. Und kann mit denen dann arbeiten und die auflösen.
Ich habe gerade, als du das gemacht hast, habe ich auch die Augen geschlossen und habe mir das einfach mal vorgestellt, bildlich, ja, wo du das erzählt hast, halt morgens aufstehen und dann vielleicht mal erstmal in sich gehen und sich selbst spüren und dann mal dankbar zu sein, ja. Und das fühlt sich schon super an, ja. Und also gibt alleine nur schon, wenn man das sich nur mal vorstellt, fand ich persönlich, hat mir schon super viel Kraft wieder gegeben. Und ich glaube, das ist auch so eine Möglichkeit, wenn man das so jeden Tag macht. Weil ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man auch seine Bestimmung kennt, oder? Ja, natürlich, klar. Und wenn man das macht, dass man so Schritt für Schritt auch immer mehr seiner Bestimmung kommt, weil man ja auf sich selbst hört, oder? Genau. Durch diese Kommunikation, die automatisch irgendwann einsetzt, weil man sich ja selbst mal fühlt, weil man sich ja selbst mal wahrnimmt. Und die Kommunikation mit seinem Herzen, mit seiner Seele. Die Informationen, die man da bekommt, es kommen so viele Lichtblicke dann, es fällt einem manchmal so wie Schuppen von den Augen. Das ist ja der Grund meines Daseins hier, das ist ja meine Bestimmung. Mensch, ich habe doch unheimlich viel Spaß daran, das zu machen, wenn man irgendein Hobby hat. Dann kommen plötzlich Impulse, Ideen auf, das nochmal aufzugreifen, die eigene Kreativität, das eigene Potenzial nochmal aufzugreifen, die Ideen mal vielleicht im Internet nach Möglichkeiten zu googeln oder wie könnte ich denn da was draus machen? Wie könnte ich denn damit vielleicht auch anderen Menschen helfen? Auch so nach dem Motto, was haben andere Menschen denn davon, dass es mich gibt? Wie könnte ich damit anderen Menschen helfen oder anderen Menschen eine Freude machen, anderen Menschen das Leben erleichtern? Und so öffnen sich dann plötzlich Türe und Tore, um da sich mehr und mehr auf den Herzensweg zu begeben. Und irgendwann ist auch der Zeitpunkt dann vielleicht da, früher oder später, wo man nebenberuflich auf dem Weg, genau mit dem, was man liebt, was man macht, was man möchte, ein Business beginnt und damit auch Geldenergie in sein Leben zieht und vielleicht auch irgendwann dann seinen Lebensunterhalt dann auch wirklich komplett bestreiten kann. Also je mehr man sich auf den Weg seines Herzens begibt, umso mehr Unterstützung, das hat mir bislang noch jeder bestätigt, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, umso mehr Unterstützung bekommt man auch vom Universum, umso mehr kommt man in seine volle Kraft und Energie. Und es ist zu jeder Zeit für uns gesorgt hier. Alles andere sind nicht förderliche Glaubenssätze. Wir können nur nicht mit dem Verstand kreieren, wie das alles funktionieren soll. Der Verstand, der möchte immer gerne schon im Voraus denken, wie sollte das alles funktionieren. Deshalb ist es so wichtig, den mit ins Boot zu nehmen und ihm zu sagen, komm, lass uns mal machen. Ich nehme dich mit, ich verstehe ja, dass du jetzt das alles anzweifelst, aber lass uns mal machen und wir beobachten mal gemeinsam, auf welchen Wegen wir da, mehr zu unserem Herzen finden und mehr zu uns selbst finden und welche Wege sich da auftun. Das muss ja nicht damit einhergehen, dass man da jetzt gleich von heute auf morgen alles verändert. Also wer das in sich findet, das wird auch funktionieren. Es kann aber auch auf sanften Weg gehen. Das ist etwas, was jeder für sich einfach herausfinden muss. Nur bei manchen ist es ja so, da hat das Universum schon so viele Disharmonien geschickt, die ja vom Körper her schon von der Senkrechten in der Waagerechten sind. Und ja, die Chance dann einfach zu nutzen und zu sagen, okay, ich habe jetzt die rote Karte endlich verstanden, ich gehe jetzt vielleicht auch radikal jetzt wirklich einen anderen Weg und verändere vor allem auch den Glaubenssatz jetzt radikal in mir, dass das Leben eine harte Schule ist, in dass das Leben es gut mit mir meint, dass ich willkommen bin hier auf Mutter Erde. Und dass das Leben mir jederzeit all das zur Verfügung stellt, was ich wirklich benötige. Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ingbert, du hast ja jetzt schon sehr, sehr viel zu Mentalität gesagt und wie man seine Glaubenssätze verändern kann und wie man auch zu seiner Bestimmung findet. Ja, so einen möglichen Weg einfach mal aufgezeigt. Ja. Und der fühlt sich schon sehr, sehr gut an, jetzt, was ich so gespürt habe innerlich, ja, was mein Bauchgefühl sagt. Jetzt ist ja so Bauchgefühl, ja, was steckt man in sich rein? Ja? Du hattest am Anfang schon angesprochen, die Ernährung. Und vielleicht reden wir da noch mal kurz jetzt zum Schluss drüber. Ja.
Inwiefern hat die Ernährung Einfluss auf die Lebenskraft und was kannst du für Tipps geben? Was kann man täglich so essen oder praktizieren, um vielleicht Schritt für Schritt auch seine Ernährung umzustellen? Ja. Also vorausgeschickt, wir sind Menschen, wir sehen das mit dem bloßen Auge, unseren Körper. Aber darüber hinaus haben wir auch viele feinstoffliche Körper, mit denen wir aufs Engste verbunden sind. Und ich habe vorhin ja schon mal gesprochen, es ist alles eine große Energie, in der wir ja auch sind. Das heißt ja letzten Endes, und das ist jetzt nichts Esoterisches, das ist bewiesene Quantenphysik, wenn wir an Albert Einstein, Max Planck denken, da lesen wir ja und da wissen wir ja, es gibt eine große Energie, die alles in Schwingung bringt. Und alles hier zeigt sich auf vielfältige Art und Weise, jeder Stein, jede Pflanze, und so sind auch wir Menschen auf unsere Art und Weise Energiewesen in dieser großen Energie, in diesem großen Netz. Und wenn wir Energiewesen sind, was braucht man, um in seine volle Kraft und Energie und Stärke zu kommen? Energie. Und wenn wir uns da in der Natur umschauen, die Natur stellt uns da auch alles zur Verfügung, was wir brauchen an Energie. Unsere ganzen Zivilisationskrankheiten, die haben unter anderem ihren Ursprung damit gefunden, als wir anfingen, das Feuer zu entdecken und zu kochen, also Lebensmittel zu kochen und zu braten. Ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich möchte dann einfach mal noch ein Beispiel bringen, damit es ein bisschen greifbarer ist für diejenigen, die jetzt noch nie was davon gehört haben, was ich damit meine. Und so, das hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt, sind wir dazu konditioniert, auch viele Produkte zu uns zu nehmen, wo die Energie einfach fehlt. Wir wissen ganz genau, wenn wir Obst und Gemüse zerkochen, da ist nicht mehr viel drin, da ist nicht mehr viel an frischer Energie drin. Das sind Füllstoffe für den Körper. Ich bin zwar anschließend gesättigt, aber nicht genährt. Das gleiche Thema ist mit Fleisch. Das möchte ich einfach mal noch mit ansprechen, weil das auch mit so einem Herzensanliegen von mir ist. Als ich im Rahmen der Mentaltrainerausbildung überhaupt was davon erfahren habe, dass alles eine große Energie ist, dass alles miteinander verbunden ist, dass ja auch insbesondere Tiere unsere Seelengefährten sind, dass wir hier in unserer Kultur zwar eine Katze als Haustier haben und einen Hund als Haustier oder vielleicht auch ein Häschen als Haustier, wir kämen nie auf die Idee, wenn wir Lust haben, ein Stück Fleisch zu essen, ja, die Katze da zu holen und in die Pfanne zu legen, um es mal ein bisschen derb auszudrücken. Wir gehen aber um die Ecke in ein Geschäft und kaufen da ein totes Stück Tier und legen es zu Hause in die Pfanne, weil wir in unserer Kultur hier so groß geworden sind und so erzogen wurden. Das ist normal. Wir machen uns da keine Gedanken drum. Nicht nur, dass das ein totes Tier ist, das wir ja da verzehren in Form von Wurst, können wir ja eh nicht mehr sehen, dass das ein totes Tier ist, was sich dahinter verbirgt, mal abgesehen von dem vielen Leid, was ich jetzt gar nicht ansprechen möchte. Aber wir nehmen ja diese tote Energie in uns auf. Und wenn ich tote Energie in mir aufnehme, wie will ich dann erwarten, dass ich in meiner vollen Kraft und Energie bin? Wenn ich ein Glas Wasser habe, reines Quellwasser, und kipp da immer ein paar Tropfen Cola mit rein, dann kann das Wasser nicht reinbleiben. Wenn ich mir einen reinen Geist erschaffen möchte, um möglichst, soweit es geht, in meiner vollen Kraft und Stärke zu sein, in meinem vollen Bewusstsein, ganz klar im Kopf zu sein, ganz klar wahrzunehmen, was mein Herz möchte, was ich wirklich möchte, dann kann das nur auf dem Weg funktionieren, dass ich möglichst viele frische Energie auch zu mir nehme. So, wie mache ich das jetzt im Alltag, wenn ich jetzt zu den Menschen noch gehöre, wo Fleisch mein Gemüse ist, um es mal ein bisschen überzogen auszudrücken? Das hat mein Mann immer so vor 10 Jahren noch, hätte der das noch gesagt, Fleisch ist mein Gemüse. Also inzwischen ist es bei uns so, dass wir uns überwiegend rohköstlich ernähren und vegan.
Aber wie kann ich das jetzt schaffen, mich auf einen anderen Weg zu begeben, auf leichte Art und Weise? Ich bin immer ein Freund davon, sich nicht zu Dingen zu zwingen, sondern auf leichte Art und Weise sich auf einen anderen Weg zu begeben. Denn wenn man im gewissen Hamsterrad gefangen ist, gibt es noch viele Zwänge genug, die man da jetzt einfach auch bearbeiten kann. Deshalb darf das zumindest auf einem leichten Weg gehen. Das heißt, mein Weg war da einfach so, dass ich auch beim Fleisch erstmal in mich hineingefühlt habe. Wie fühlt sich denn das an, jetzt dieses Stück Fleisch zu essen? Ist das nur etwas, was mein Gaumen möchte, wegen den Röststoffen zum Beispiel, weil da eine Prägung dahinter steckt, aus der Kinderstube zum Beispiel? Oder will ich das wirklich jetzt in mich hineinstecken, um es mal so auszudrücken? Und dann mal wahrzunehmen, wie fühlt sich denn das an? Oder wie fühlt es sich an, jetzt mal frisches Obst und Gemüse zu sich zu nehmen? Auch morgens schon beim Frühstück zum Beispiel. Wenn das mal jemand macht, wenn man das morgens macht, da wird man automatisch feststellen, so ein bisschen frisches Obst und Gemüse, das fühlt sich ja schon gut an. Mal abgesehen, dass man auch anschließend merkt, dass man sich energiereicher fühlt, weil man einfach frische Energie zu sich genommen hat. Also auf dem Weg kann man schon mal auf sanfte Art und Weise sich ernährungstechnisch in eine andere Richtung bewegen. Und dann auch mal, mal hinterfragen, so mal im Kühlschrank schauen oder beim Wocheneinkauf einfach mal schauen, wie fühlt sich denn das alles an, was ich da einkaufe? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich der abgepackte Käse an? Wie fühlt sich die abgepackte Wurst an? Wie fühlt sich die Dose Konserve an? Wie fühlt es sich an, Gemüse zu Hause zu kochen? Wie fühlt sich das dann für mich an? Da begibt man sich automatisch in der Wahrnehmung auf einen anderen Weg. Und dann heißt das ja nicht, dass man darauf verzichten muss, dass man total auf Fleisch verzichten muss, wenn man das nicht möchte, dass man total auf eine gekochte Ernährung verzichten muss. Mein Weg war der, dass ich der Rohkost einen größeren Platz in meinem Leben eingeräumt habe, dass der Anteil einfach bei 60, 70, 80, manchmal auch bei 100% liegt und dass ich aber trotzdem auch noch etwas Warmes esse. Zwar jetzt kein Fleisch und Fisch und sowas, also tote Energie in der Richtung in Form von toten Tieren, die bekommt mein Körper nicht mehr, aber wohl noch gekochte Nahrung, aber in einem geringen Teil. Und wenn ich jetzt morgens mit einem frisch gepressten Saft oder mit frischem Obst und Gemüse, natürlich nicht einfach nur die Möhrensticks und die Gurkensticks, sondern indem ich auch einen Salat richtig schön zubereite oder einen Obstteller richtig schön zubereite, zu mir nehme, das Auge isst ja mit, das erfreut sich ja daran, dann werde ich automatisch merken, wie gut mir das tut, wie plötzlich meine Zellen sich genährt fühlen. Da ist auch die erste Zeit, das merke ich auch bei vielen, wo ich die Ernährungsberatung in der Richtung eben auch gebe, die sagen, Mensch, ich bin da nicht satt mit einer Banane, einer Orange und einem Apfel. Was spricht denn dagegen, 3 Äpfel, 3 Bananen und 3 Orangen zu essen? Also die erste Zeit, das habe ich auch bei mir beobachtet, dass ich Riesenmengen davon vertilgt habe. Das habe ich einfach damit in Zusammenhang gebracht, dass die Zellen einfach lechzen nach dieser Nahrung. Und wenn da mal eine gewisse Sättigung da ist, dann ist man auch automatisch gesättigt, wenn man zum Beispiel mal ein Obstteil nur isst und bewusst auch isst. Ein Apfel, Banane und eine Orange, um es bei dem Beispiel zu nennen. Aber mal abgesehen davon, bei einer rohköstlichen Ernährung braucht man überhaupt keine Kalorien zu zählen. Weil es ist pure Nahrung für einen, die nicht auf den Hüften sitzt. Was letzten Endes sich auf den Hüften und auf dem ganzen Körper ablagert, das ist eben die tote Energie. Das sind die Füllstoffe, die in Fertigprodukten drin sind. Das sind Stoffe, die der Körper nicht verarbeiten kann. Gift- und Schlackenstoffe. Das sind die vielen Zusatzstoffe in unseren Produkten einfach in Form von E-Stoffen und. Und das macht uns letzten Endes zu schaffen und das tragen wir auf den Hüften mit uns herum. Ja, ich kann das auch bestätigen, was du sagst. Also ich habe halt auch meine Ernährung nach und nach umgestellt. Ja, also natürlich war ich damals wie die meisten auch ein Allesesser, ja, habe auch Fleisch gegessen und so. Ist auch, glaube ich, ganz normal in unserer Kultur. Genau. Also schrittweise erst wurde ich vegetarisch, habe mich da über Milchprodukte informiert und irgendwann, will ich auch nicht mehr so wirklich. Dann vegan und mittlerweile auch sehr, sehr stark rohköstlich.
Ich muss ganz klar sagen, dass ich das auch nicht zu 100% immer durchziehe und dass ich auch mal gerne einfach mal ein Eis esse oder so. Ist ja in Ordnung. Genau. Und ich gerne auch noch ein bisschen auf meinen Körper, was er halt haben möchte. Ja. Genau. Was zum Beispiel jetzt heute, wir haben jetzt 9 Uhr. Jetzt heute Morgen machen wir dieses Interview. Und was habe ich gegessen bis jetzt? Ich habe ein Stück Wassermelone gegessen und ein paar Kirschen und fühle mich jetzt gerade immer noch voller Energie und bin gesättigt. Und genau. Vielleicht, wenn das Interview dann vorbei ist, dann hole ich mir vielleicht noch einen Apfel oder so. Genau. Und ist es auch, dann reicht das für den Vormittag. Genau. Und wirklich auch, wie du sagst, am Anfang muss ich auch viel mehr essen, aber irgendwann ist es so, dass du das wenig ausreicht. Genau. Und was dann natürlich auch noch mit dazugehört bei mir, ist, dass ich mich immer mehr und mehr mit Wildkräutern beschäftigt habe. Für diejenigen, die jetzt Wildkräuter noch überhaupt kein Thema sind, mal mit 3 Wildkräutern einfach anfangen, die jeder kennt. Das ist die Brennnessel. Das ist so eine wertvolle Pflanze, die dem Körper hilft, zu entgiften einfach auch. Das ist der Löwenzahn, der steht um die Ecke, die kennt auch jeder. Und das ist gerade zur jetzigen Zeit vielleicht auch das Gänseblümchen, kennt auch jeder. Ne? Mit den 3 Kräutern schon mal anfangen. Oder wenn es nur mal die Brennnessel und der Löwenzahn ist. Mal um die Ecke schauen, wo es Wiese gibt, das nicht unbedingt natürlich direkt an ein Feld angrenzt, das vom Bauer bewirtschaftet wird und das da gedüngt wird, das also auch mit Pestiziden entsprechend belastet ist. Und da einfach mal schauen, sich ein bisschen Löwenzahn holen und ein bisschen Brennnessel holen und das mal mit in den Salat verarbeiten. Das ist schon mal ein erster Schritt, da merkt man auch schon mal, wie gut es tut. Also man muss nicht erst 100 Wildkräuter kennen, bevor man da anfängt, sich mit Wildkräutern zu nähren. Ja, stimmt. Und der Vorteil von den Wildkräutern im Gegensatz zu Kräutern, die man auch selbst im Garten anpflanzt, ist einfach der, die pflanzen sich ja selbst da an, wo sie optimale Bodenbeschaffenheit finden, wo sie sich richtig wohlfühlen, wo sie alle Nährstoffe, die genau für sie richtig sind, vorfinden. Und das ist das Wertvolle der Wildkräuter für uns, dass wir mit diesen Wildkräutern ja eine optimale Energie zu uns nehmen, weil das Wildkraut ja dort gewachsen ist, wo er sich total wohlfühlt und so mir auch alles geben kann, damit ich mich wohlfühle. Ja, das stimmt. Und bei dem Thema Brennnessel mal noch ein ganz schneller Tipp für diejenigen, die jetzt sagen, das brennt ja an den Händen. Zum einen, je nachdem, wo man gerade steht, mental jetzt. Man kann auf der einen Seite auch Kontakt aufnehmen zu der Brennnessel und wird dann merken, wenn man so die oberen Pflanzenteile abpflückt, dass die einem überhaupt nichts tun. Das ist das eine. Also nicht einfach, wie man andere Kräuter mit der Hand einfach erntet. So kann man durch die Brennnessel natürlich nicht durchgehen, aber mit merken, wenn man einfach mal Kontakt zu der Pflanze aufnimmt und da die oberen Spitzen abzupft, die brennen einen nicht. Ja. Aber für diejenigen, die sich das jetzt nicht vorstellen können, dann holt einfach euch eine Schüssel und holt euch eine Schere mit und schneidet die oberen Blätter ab. Zu Hause waschen und in diesem feuchten Zustand einfach in ein Küchentuch einrollen und mit einem Nudelholz drüber gehen. Dann werden nämlich die Brennhaare gebrochen. Das macht dann nichts mehr mit uns. Und dann klein schneiden und einfach in den Salat geben. Ja, ist noch ein sehr, sehr schöner abschließender Tipp, den du da gegeben hast mit den Wildkräutern. Und ich kann da auch noch einen Tipp geben zum Schluss, weil es mir jetzt gerade so eingefallen, weil viele Menschen denken, da gibt es jetzt vielleicht nur 3 Wildkräuter oder so. Und da gibt es aber ein Buch, das heißt 200 essbare Wildpflanzen oder Wildkräuter. Ich bin mir nicht sicher. Und da überlegt man, das ist nur für unsere Vegetation. Genau. 200 Pflanzen, das können sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen. Ja? Genau. Dass man so viel da draußen überall pflücken kann. Und essen, genau. Dass eigentlich der Supermarkt überall draußen verfügbar ist, ja, für uns alle. Genau. Es ist alles für uns da, was wir eben brauchen. Hm? Ja. Oder einfach um die Ecke mal schauen, wo es denn Wildkräuterwanderungen gibt, damit man da ein bisschen mehr Rückenstärkung auch bekommt. Ne? Genau. Weil es ist einfach so ein bisschen eine Hemmschwelle da. Wir kennen das ja nicht, Kräuter zu essen, vor allem Blüten. Es gibt so viele tolle Blüten, der Juli, der August, das ist der Blütenmonat schlechthin. Das kostet da auch ein bisschen Überwindung, vielleicht mal eine Blüte in den Mund zu stecken. Man muss natürlich auch wissen, was man in den Mund stecken darf. Es gibt schon einige Dinge, die einem dann wirklich nicht gut tun, aber die meisten
Kräuter und Blüten, die um die Ecke stehen, sind wunderbar geschaffen für uns und um die anderen, um das ein bisschen zu sondieren, zu sortieren. Da kann man ja einfach auch mal an der Wildkräuterwanderung teilnehmen und sich da inspirieren lassen und mit beschäftigen. Oder eben auch das Buch zurückgreifen, das du da erwähnt hast. Das kenne ich auch. Das sind auch ein guter Ratgeber, gute Hilfestellung. Mhm. Habe ich auch zu Hause. Ja. Ja, Irmgard, vielen Dank, dass du da warst. Das waren wirklich sehr, sehr inspirierende und tolle Tipps. Und ich bin mir sicher, dass der Zuschauer da auch sehr, sehr viel Wissen jetzt mitgenommen hat. Wir haben sehr, sehr viel Inspiration. Möchtest du kurz noch sagen zum Schluss, wo können dich die Zuschauer finden? Auf welcher Webseite und was bietest du noch an? Ja, gerne. Meine Webseite, die lautet www.diegedankenenergie.de. Da gibt es immer auch mal wieder ein paar Goodies, die man sich downloaden kann, kostenlos. Da erfährt man auch ein bisschen mehr von mir. Und ja, in euer Kongresspaket, da würde ich natürlich auch noch gerne ein paar Goodies mit reinpacken. Gerne. Diejenigen, wir haben ja eben den Lebensfreude-Kongress schon angesprochen, der vom 1. bis zum 15. Juni stattgefunden hat. Diejenigen, die Interesse haben, die bekommen das Kongresspaket zum halben Preis. Da richte ich gerne einen Gutscheincode ein, den ihr dann weitergeben dürft. Mhm. Und für diejenigen, die sich für euer Kongresspaket interessieren, da habe ich mir überlegt, das passt wunderbar auch zur Lebenskraft, um mal den Prozess, über den wir ja jetzt gesprochen haben, die Blockaden und die Glaubenssätze abzuschütteln und sich davon zu befreien, in die volle Kraft und Energie zu kommen. Da habe ich eine Meditation, die Schütteltanz-Stille-Meditation, die das einfach unterstützt und die packe ich gerne kostenlos noch mit in euer Kongresspaket mit rein, damit das noch eine weitere Inspiration ist, da am Ball zu bleiben und auf dem Weg zu bleiben und ja, sich endlich auf den Weg seines Herzens zu begeben. Ja, vielen, vielen Dank, Irmgard. Das freut uns sehr und da hat der Zuschauer auch richtig was davon. Das ist super, dass du das hier noch als Goodie mit dazu packen möchtest. Dankeschön. Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich war mit Freude dabei und bedanke mich auch für die Teilnehmer, die uns zugeschaut haben, für ihr Dabeisein und wünsche uns allen einen freudvolleren weiteren Lebensweg in voller Kraft, Stärke und Energie und euch natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg bei eurem Lebenskraftkongress. Ihr werdet da sicher auch ganz viele Menschen erreichen und im Herzen berühren und das letzten Endes ja ja, unsere Herzensbotschaft, unser Anliegen für ein freudvolleres und kraftvolleres Dasein hier auf Mutter Erde nochmal zu sorgen und viele Menschen zu erreichen. Dankeschön, Irmgard, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch und allen Teilnehmern auch. Alles Liebe und Gute. Tschüss. Ja, tschüss.